Guten Morgen, guten Abend, willkommen bei Dark Souls Remastered. Mein Gott, es ist inzwischen, perfekter Greenscreen mal wieder, wie immer. So, es ist inzwischen ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Ich komme wieder frisch aus der Dusche. Und ja, es ist eine gute Woche rum, weil ich in der Woche halt jetzt wieder weniger Zeit habe als vorher. Dementsprechend ein bisschen aus der Übung, keine Ahnung, müssen wir herausfinden. Es kann gut sein, dass wir jetzt leichte Schwierigkeiten mit unserem Lavastrom-Dämon bekommen, weil ich mir nicht sicher bin, inwieweit wir den, ja, keine Ahnung, wenn er uns jetzt instant killt, haben wir ein Problem. Ich sag's mal so. Hey, Moment bitte. So. Wir gehen durch die Wand. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Ich habe 30.000 Seelen. Ich bin echt irre. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wäre am coolsten, wenn wir es jetzt schaffen würden, den kompletten Weg hier durchzulaufen bis zur Hexe von Izaliten. Dann hätten wir quasi den einen Weg schon fertig. Könnten es so leer retten und hätten dann den Teil schon mal geschafft, den ich hier auf jeden Fall schaffen wollte. Wie viele Pfeile haben wir? Keine Ahnung. Wie viele Pfeile haben wir? Pfeile. 118. Also eigentlich könnten wir den auch ein bisschen unfair besiegen. Ich weiß, der macht ja diese Feuerattacke, die schon echt viel Damage raushaut. Und da ist dann die Frage, ob der uns echt instant killt. Wenn ja, haben wir ein Problem. Wenn nein, alles gut. Boah, ich hasse den, ne? Guck ich mal sein Gesicht an. Und Problem ist, dass er mich auf jeden Fall treffen wird. Und das nervt mich so ein bisschen. Mein Gott. Gut. Yo. Und vor allem das Loch im Bauch. Der Arme. Der darf nur keine anderen Attacken machen. Solange der jetzt das weitermacht, bin ich echt einverstanden. Komm. Scheibenkleister. Komm schon. Warst du eigentlich schon, oder? Nein! Really? Nein! Nein! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Was ein Penner. Mein Gott. Und warum haben wir jetzt versagt, in Anführungszeichen? Weil ich das eine Mal im Nachhinein, ja, zu wenig Damage gemacht habe. Das war so klar, das war so klar. Ich sage ja, nein, an sich den zu besiegen ist wirklich einfach. Man darf halt nur nicht instant sterben, aber auf New Game Plus ist ja die Eigenschaft der Gegner, dass sie einen instant killen, was ein bisschen doof ist, aber... Naja.
kann nicht wahr sein. Ah, gerade leichte Frame-Drops sehe ich. Internet ist ein bisschen... Und beim Computer ist auch ein bisschen komisch. Alles ist momentan so ein bisschen... doof. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir den am besten machen sollen. Das Problem ist halt, dass der da hinten auf uns wartet. Yo! Geil! Wir haben ein Problem. Wir haben ein feuriges Problem. Geil. Okay, dass es so schwierig wird, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich glaube aber nicht, dass wir es blocken können, oder? Kann ihn hier auch. Das weiß ich, man kann ihn hier auch mit ein bisschen Glück besiegen. Top. Ich meine, tut mir echt leid, aber wer mich instant killt, da habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist ein Penner, ne? Es ist nicht die mutigste Art und Weise, ist mir schon klar, aber wie gesagt, seht's mal so, der haut uns instant weg. Was ein Penner, Mensch. Ich hätte dich ehrenhaft besiegt, wenn du nicht so blöde wärst. Nee, nicht weggehen, komm. Gut, gut. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, wie ärgerlich. Und das Internet ist gerade so richtig bescheiden. Was? Was ein Penner. Yay.
Tut mir echt leid, aber der war einfach kacke. Der war einfach nur kacke. Hasse es. Instant sterben. Ich meine, was soll denn der Quatsch? Gut, wie viele Seelen gibt das? Bitte sehr viele. 20.000, naja. Naja. Wo ist denn das Grass Weapon Shield da? Ach mein Gott, really? In dem blöden Graswappenschild, weil das minimal mehr wiegt? Ach, komm schon. Ach ja, ist das schön. Ist das schön. Dämonenruinen am Leuchtfeuerrasten aufsteigen. 67.000, das soll ein Witz sein. Okay, so, Entschuldigung, da wollte gerade jemand mein Handy haben. Ich brauche Seelen, ich will Seelen, ich will Seelen konsumieren. War ja ein Witz, ich habe gesagt Seelen, keine Seelensteinchen. Übrigens, bin ich gerade dabei, im Kopfe, mir die Dark Souls 3 Collector's Edition anzuschaffen, weil ich die unbedingt haben möchte. Reicht das? Warte mal, ja, perfekt. So, Kondition... Dankeschön. Reicht das denn jetzt um... Perfekt. So, dann reicht mir das jetzt erstmal, ne? Das ist jetzt erstmal der Konditionsstand, den ich gerne erreichen wollte. Wir entfachen das Leuchtfeuer nicht. Wir laufen kurz hoch, setzen uns oben hin und nehmen dann 10 Flakons mit. Wir werden übrigens, ich habe jetzt nochmal überlegt, wie wir das Ganze machen werden. Wir werden jetzt den New Game Plus durchspielen. Und danach werden wir dann mit Dark Souls 2 anfangen. Also der New Game Plus Plus werde ich entweder für mich selber machen oder eben, ne? Ich weiß noch nicht so richtig, ich bin so hin und her gerissen. Entweder werde ich den New Game Plus für mich selber machen ohne euch oder ich mache den später. Wobei ich den wahrscheinlich dann nie mache. Das ist auch ein bisschen kacke eigentlich. Ich weiß es nicht. Aber ich will mich jetzt noch nicht so lange an Dark Souls 1 festbeißen. Und zumal jetzt wirklich 3 Durchgänge am Stück sind halt so ein bisschen... Keine Ahnung. Leiert sich ja auch aus mit der Zeit. Gut. Das war der Lavastrom-Dämon. Das heißt, wir haben jetzt unten die Gargoyles freigelegt. Gargoyles sag ich schon, die... Taurendämon freigelegt da unten an der Lava. Ist mir relativ egal. Ne? Werden wir jetzt auch nicht gegen kämpfen. Bringt ja nicht viel außer Seelen. Das ist es halt. Ne? Im Nachhinein, jetzt vor allem im New Game Plus, man ist jetzt schon sehr stark hinterher, irgendwie zu den Bossen zu kommen und im Nachhinein die einzelnen kleinen Zwischengegner. Keine Ahnung, Seelen farmen würde ich ja jetzt eher in der gemalten Welt als hier tatsächlich. Apropos gemalte Welt, die haben wir noch gar nicht gemacht. Gut. Die Dämonen sind schon mal nicht stärker geworden, die guten Viecher. Hm.
Wie war das nochmal? Da musst du mit Bogen machen, oder? Rohscheibenfester, ja, ich glaube schon. Waffe. Bogen, Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Bin ich schon zu weit? Bogen, Bogen? Nee, da. Finstermundbogen. Ist ja kurz, der Bogen, ne? Naja. Hauptsache, er macht Schaden. Und das macht er. Nach Dark Souls 1 kommt erst Dark Souls 2, dann Dark Souls 3 und wie gesagt, vor allen Dingen Dark Souls 3 dann zum ersten Mal für mich mit den DLCs. Und wo ich mich auch drauf freue, in Dark Souls 2 gibt es ja auch noch Endbosse in der DLC-Welt am Ende von diesem komischen Eisweg. Die habe ich nie gemacht. Die würde ich ganz gerne mal machen. Bogen weg. So. Ich glaube, das sind irgendwie Wölfe oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber die habe ich damals nicht gemacht, weil mir der Weg dann zu anstrengend war. Und das wollte ich auch auf jeden Fall nachholen. Übrigens sehr lustig, ne? Das da ist ja im Nachhinein hier der Tausendfuß-Dämon. Tatsächlich, der hier dran hängt. Gut. Ja, wir müssen ja eigentlich... Wir müssen ja eigentlich den Feuerdämon gar nicht machen, oder? Theoretisch nicht. Tatsächlich. Mein Gott. Der kam jetzt relativ überraschend. Das dumme Vieh kann mir mal gestohlen bleiben. Okay. Dann kommen jetzt die noch, ne? Genau, oder der. Perfekt. Komm her. Ja. So. Okay. Und dann noch der hier. Hey. Schon lustig, ne? Der macht einem so viele Probleme. Und ist jetzt so einfach. Gut, das haben wir auch geschafft. Scheiße. Nein! Ach, wie ärgerlich ist das denn jetzt? Mein Gott. So unnötig und sowas von mein Fehler. Wir müssen natürlich erst noch teleportieren, Feuerband schreien. Wir müssen natürlich zuerst unseren guten Königssucher das Fürstengefäß geben, damit er die gelben Nebel entfernt. Mein Gott, mein Gott. Ja, Feuerball, Alter. Ba. Hier kann man einen schönen Screenshot machen, oder? Also ein Thumbnail nachher. So, hinsetzen. 20 Flakons. Gracias. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ja, es ist ein bisschen unnötig, weil ich nicht richtig nachgedacht habe.
Schön. Ist hier jemand Neues? Du bist hier? Ich muss mir unbedingt mal seine Questreihe angucken, weil irgendwas hat er ja, ne? Ne? Weil irgendwas hat er ja. Es kann ja nicht sein, dass der verschwindet, man den nicht wiederfindet. Das wäre sehr untypisch. Und denkt dran, wir müssen von dem noch alle Wunder kaufen. Ne? Wir wollen ja alle haben und ich glaube, das ist einer der wenigen, von denen wir noch nicht alles gekauft haben. Gut. Sitzen. Aufsteigen. Nein. Teleportieren. Tochter des Chaos. Ach ja, ach ja. Was gibt denn meine schöne Schublade so her? Dark Souls. Dark Souls Remastered spielen wir gerade. Und da. Dark Souls 2 als nächstes. Wie gesagt, Dark Souls 3 dauert noch was. Ja, guck mal hier. Das wollte ich auch noch spielen. Es wartet immer noch auf seinen Einsatz. Naja, gut. So. Ja, es ist schön, dass wir wieder hier sind. Das war unnötig. Müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Tut mir leid, aber muss sein. Muss leider sein. Und sobald wir Solaire gerettet haben, werden wir uns dann nochmal schnell zwei... Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo der Sonnenlichtaltar ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe keine Ahnung. Also wir werden jetzt Solaire retten. Und dann werden wir uns noch zwei Erfolge holen. Oder einen zumindest. Einen Erfolg holen. Für... Ja. Einen weiteren Eid, den wir leisten können. Mit 20 Flakons, das ist schon beinahe unverschämt, oder? Ja, hier zum Beispiel, ne? Also für ein Remaster sind die Bodentexturen halt schon frech. Und die Lavatexturen. Das ist halt kein Remaster. Das ist so ein bisschen... Man sieht das hier und da schon... Ich meine, ich bin zufrieden, dass das Spiel mit 60 FPS läuft. Ich liebe Dark Souls. Ich bin froh, dass es das überhaupt gibt in der Fassung hier. Aber im Nachhinein... Keine Ahnung, ne? Wenn The Last of Us war auch nicht mehr, war auch geil. Keine Ahnung. Ich bin auch einfach zu... Ich bin einfach zu gutherzig zur Videospielindustrie. Keine Ahnung. Hör bitte auf damit. Mein Gott, Junge. Er hat es aber jetzt mit seinen blöden starken Angriffen, ne? War jetzt mutig. Ich wusste doch nicht, wie viel Schaden der jetzt tatsächlich macht. Okay. Nur weil ich vergessen habe, dieses blöde Gefäß da drauf zu stellen. Mensch, Mensch, Mensch. Lauf, 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 lauf. Bitte eine Rechtskurve. Dankeschön. So. Gott. Uiuiui. Hallo. Tschö. Gut. Das war ja ganz okay. Auf den habe ich keinen Bock.
Tschüss. Was war mit denen los? So, ihr wisst ja, ne, da geht's jetzt zu dem blöden Feuerdämon, der mich wahrscheinlich auch instant killen würde. Und hier geht's jetzt ja im Nachhinein dahin, wo ich hin will. So. Nämlich zu dem Ort, von dem aus wir Solaire retten können. So. Probleme mit Instagram. Gut, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier. Ah! Oh Gott. Das ist jetzt eigentlich der Hauptgrund, ne? Wir können jetzt Solaire retten, angeblich. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ne? Angeblich können wir Solaire retten. Dafür müssen wir jetzt hier die ganzen Sonnenlichtmaden töten. Nein, muss man nicht. Das war Quatsch. Wir müssen nur eine einzige Sonnenlichtmade töten. Ich erkläre es euch mal eben, okay? Ihr wisst, dass Solaire wird nachher von der Sonnenlichtmade bekehrt. Der hat sie auf dem Kopf und dreht total durch, weil er endlich seine Sonne gefunden hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, da wir jetzt den Covenant Diener des Chaos plus 2 haben, diese Tür hier zu öffnen. Evoila. Und diese Tür kann man nur öffnen, wenn man diesen Covenant hat. Also diesen Eid hat. Die Tür geht auf. Und wir können jetzt hier diese eine Sonnenlichtmade töten. Die da hat zwei rote Augen. Und ich glaube, das ist die hier, ne? Genau, die hier. Weil die spawnt auch nicht nach. Und die verliert auch den Item Sonnenlichtmade. Ne? Für den Kopf, ihr versteht schon. Das ist die extrem wichtige Sonnenlichtmade, die wir wirklich töten müssen. Der Rest ist relativ egal. Wir können die nachher alle töten, aber es ist im Nachhinein egal. So. Ja, und ich glaube, jetzt müssen wir den Weg ganz normal weiterlaufen und Solaire dann hier von der anderen Seite finden, aber eben vorher diese Sonnenlichtmale töten. Das geht eben nur, wenn wir, wie gesagt, von der anderen Seite kommen. Dann kommt jetzt der Feuerdämon, mit dem ich ja sehr viel Spaß hatte, weil der mir übelst auf den Keks gegangen ist. Der wird mich wahrscheinlich auch wieder töten, aus irgendwelchen blöden Gründen, weil er auf mich springt oder über mich rollt, ich weiß ja auch nicht. Aber das macht er ganz gerne. Aber was will man machen, ne? Es gibt halt einfach Dämonen, die sind so. Und keine Ahnung, da müssten wir eigentlich die gemalte Welt machen, oder? Das wäre nochmal jetzt so ein Anlaufpunkt. Und dafür müssen wir ja noch... Oh, nee. Gut, wir switchen unser Schild. Wir switchen unser Schild nicht. Wir versuchen es einfach mal. Was soll schon passieren? Schön, dass ich so viel Schaden mache, ne?
Nein, Mann, hör auf mit der Kacke, Junge. Okay, gut. Oh, was eine Scheiße, ne? Entschuldigung, aber meine Fresse. Entschuldigung. Mein Gott, Junge, was ist los mit dir? Der macht jetzt wieder alles kaputt, ne? Warum macht der jetzt so einen Scheiß? Warum macht er das? Scheibenkleister. Das kann nicht sein. Mein Gott, Junge, Junge, Junge. Nein! Das ist aber echt ein Witz, ne? Du Kacker, ey. Boah. Warum? Mann. Herrgott, nochmal. Dämonenbeschleuniger, ist mir egal. Ich hab so, er ist tot. Alles klar, ey. 40.000 Seelen, danke. Oben war, glaube ich, der Schnellreisepunkt. Ja, jetzt kommt natürlich der 1000-Fuß-Dämon. Der wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen... Na, ich glaube nicht, dass der nochmal in die Wand glitscht. So, haben wir den Shortcut schon mal. Was eine Kacke. Belax-Sphäre, yay. Shortcut erreicht. Gut. Aber hey, wir haben den Feuerdämon direkt gekillt. Da hatte ich schon meine Zweifel dran tatsächlich, dass das funktioniert. Ist doch schon mal etwas. Treppe runter, Treppe runter, Treppe hoch. Nur um wieder eine Treppe runter zu laufen. Gut, jetzt gehen wir runter. Da kamen auch noch die Viecher, oder? Ah, direkt das Leuchtfeuer. Wie gesagt, ich weiß nicht, ne? Wir könnten natürlich jetzt versuchen, voll feige auf Abwehr zu spielen und einfach darauf setzen, dass der Typ in die Wand reinglitscht. Aber, ne, ist halt die Frage, ob es passiert oder nicht. Ja, aufsteigen. Aufsteigen, aufsteigen. Seele konsumieren und dann aufsteigen. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man immer ein paar Seelen auf der Kante liegen hat. Waren sogar schon zu viele. Aufsteigen, Stärke. Ja. Wir haben aber schon Artorias Armschienen an, ne? Ja. Wir haben alles von Artorias außer den Schild. Und dafür brauchen wir die Seele von Sif, die wir noch nicht haben, oder? Haben wir die Seele schon von Sif? Ich glaube nicht. Ja, ne, ich habe jetzt eine Woche Pause gemacht und zack, ist man wieder raus. Aber es ist wie gesagt, ne, es ist auch so, ne, ich habe das Gefühl, dass New Game Plus ist eher so ein kleiner Wettlauf, keine Ahnung, die richtige Herausforderung bleibt aus.
Zumindest bis jetzt. Und man freut sich gar nicht so richtig, wenn man irgendjemanden besiegt hat, sondern es ist eher so, lass mal durchrushen. So, der Tausendfuß-Dämon. Ist der ekelhaft, ne? Wo stand ich? Ich glaube, ich stand hier. Komm mal her, hier ist eine Wand hinter mir, da kann man gut reinfallen. Wieso lass ihn gehen, Alter? Der ist uns. Und er ist weg. Und er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Das kann nicht sein. Ist aber nicht so weg wie beim letzten Mal, das macht mich ein bisschen nervös. Das ist der glitschigste Boss, den es gibt. Er ist im Boden, glaube ich, ne? Der ist unter uns. Ist der Ring des Feuerwandelns? Wie hieß der nochmal? Oh Gott. Nicht doof, wo ist denn der? Oder ist der weg? Ja, der sollte jetzt schon noch sterben, ne? Das bringt uns jetzt nicht viel, wenn er irgendwo festglitscht und nicht stirbt. Das ist ein Kack. Ist hier irgendwo? Unsichtbar. Holy shit! Ja, Gott sei Dank bist du wieder da. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht, Freund. Scheiße. 20 Flakons verschwendet.
Oh, tritt der! Du Sau! Yay! Wir haben ihn richtig besiegt! Ohne Glitchy-Glitch. Ciao. Orangefarben hatte ich den nicht. Jetzt veräppelt mich doch nicht hier. Orangefarbener irgendwas Ring, Heimkehrknochen. Orangefarbener... Tatsache! Der wird genommen! Man nimmt uns diesen Ring! Das ist natürlich kacke. Das heißt natürlich, dass wir jetzt... Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Das heißt natürlich jetzt, dass wir im Nachhinein... Oder? Das heißt, dass wir für... alle Ringe das Spiel nochmal bis hier spielen müssen. Weil wir nicht alle Ringe besitzen können, wenn der verschwindet. Wisst ihr, was ich meine? Ist das kompliziert. Hey, Solaire, altes Haus. Du wirst überleben, mein Freund. Alles gut. Nicht verzweifeln. Wir machen das zusammen. 5 Flakons, das ist mir egal. Denn wir brauchen eh nicht mehr. Hier werden wir jetzt einfach durchlaufen, okay? Seid ihr einverstanden? Das ist gut. Ja, es ist wie gesagt jetzt nicht so spektakulär, weil es ja im Nachhinein nur ein Durchlaufen ist und, ne, verlorenes Izalit. Es ist schon übel. Ich mag Dark Souls, es ist schon übel. Ich mag's trotzdem. Auch wenn ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, dass Solaire überlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine... Hört sich so cool an, klar, ja. Wenn du das da einsammelst, dann stirbst du leer nicht, weil dann ist die Made ja tot, die auf seinen Kopf gehen würde. Aber ganz ehrlich, das hört sich für mich alles noch so vage an. Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Mit meinen eigenen Augen. Einmal bitte hier rein. Und hier ist eine Kiste. Ich komme da nicht rein, danke. Die ist echt. Uah. Mein Gott. Bruder, Bruder, was machst denn du hier? Bro. Lieber Dino-Unterkörper, lass mich bitte in Ruhe. Eieiei. Nee, mach mal ohne mich bitte. Bin raus. Okay, 86.000 Seelen, wir können aufsteigen. Wir erhöhen unsere Vitalität, nee, Zauberei, Kondition, nee, Stärke, Beweglichkeit, nee, Resistenz, joa. Ja, Intelligenz, Resistenz sieht gut aus. Gut. 10 Flakons, ja. Unser Ziel ist es ja jetzt nicht, zur Hexe von Izalit zu gehen, was mal ganz klarzustellen. Unser Ziel ist es, Solaire zu retten. Ne? Wir wollen Solaire retten. Okay. Ich darf mich jetzt nicht überschätzen. Wir brauchen jetzt 2 Schläge für diese blöden Dinger hier, ne? Nicht einen. Also geht das nicht ganz so flockig wie beim letzten Mal. Scheibenkleister. Können wir halt sehr schnell auf den Keks gehen, ne? Ja, Gott, nochmal. So.
Flammenwerfer. Flammenwerfer. Flamethrower. Flameburner. Gut. Dich habe wir. Nur ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Gut. Ja. Sorry. Aber irgendwie auch so ein bisschen selber schuld, oder? Gut, haben wir das auch geschafft. Ihr schafft. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt kommt hier das einzige Problem, was ich im ganzen Gebiet habe, nämlich der Typ da vorne, weil ich auf den echt auch keinen großen Bock habe. Mein Gott, seht ihr, genau deshalb. Weil es einfach kacke ist, gegen die zu kämpfen. Weil es einfach kacke ist, gegen die Penner zu kämpfen, Mann. Mein Gott! Tschüss. Kämpf mit dir selber. Penner. Entschuldigung. Gut. Der lässt uns in Ruhe. Solaire, ich habe gehört, du überlebst. Wehe, wenn nicht. Mal gucken. Solaire. Okay, er sitzt da. Tatsache. Geil. Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do, my son? My dear, dear son. Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, I did, my son. Okay, was bringt das jetzt? Ich meine, yay, ist wohl erlebt, aber bringt das jetzt auch irgendwas? Mal gucken, vielleicht sitze ja nachher wieder beim Sonnenlichtaltar und wir können dann da den Covenant bekommen. Ich weiß es nicht. Cool. Soll erlebt. Wir auch. Und wir werden jetzt mal versuchen, ja, die Hexe von Izzali zu töten. Die erste Fürstensee, das wäre doch was, oder? Dann hätte ich eigentlich meinen Soll erfüllt. Das wäre mein Ziel für heute. Ich weiß, dass wir die in 3 Etappen auf jeden Fall schaffen. Aber ich würde es gerne direkt schaffen in einem Stück, aber... Ach du Arschloch! Was zum Teufel? Instant Death? Alter, du Penner! Mein Gott, ist das furchtbar.
Yo, lass mal New Game Plus einbauen. Ah, wie machen wir das denn? Keine Ahnung. Hast du eine Idee? Nee, du? Hm. Ah, mach einfach Instant Death rein. Geh am einfachsten. Müssen wir keine Statuswerte verändern. Okay. Da das Gegner mal andere Attacken machen oder sowas, einfach Instant Death als Herausforderung. Das ist einfach nervig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu wenig aushalte. Dann ist es aber komisch. Keine Ahnung, weil ich mache so viel Schaden halt nichts aus. Das kann ja nicht wahr sein. Also wird die Hex von Itzalit jetzt auch ein Krampf, weil es nur ein Estus trinken, laufen. Das macht auch nicht wirklich viel Spaß. Am meisten Angst habe ich vor Nito, ne? Vor dem Penner. Breche ich bestimmt ab das ganze Projekt. Wegen Nito. Und dann spielen wir Dark Souls 2, weil ich keinen Bock auf Nito hab. Ich meine, der hat mir so schon wirklich den Abend versaut damals. Also da habe ich mich so aufgeregt über den. Ich glaube, das war der Schlimmste, oder? Habe ich irgendeinen Gegner so aufgeregt wie Nito? Ich glaube echt nicht. Oder? Der Penner, ja. Mit seinen blöden Skelette beschwören. Och Gott, oh Gott, war das nervig. Ganz ehrlich, ich hole die Seelen nicht, weil ich einfach keinen Bock habe. Tut mir echt leid, aber ich hole mir jetzt nicht die Seelen da hinten. Gut. Hexe von Izalit, I am coming for you to marry you, my dream witch. Yes. Nein! Drink a little drink. Nein! Du! Es war so gut! Es war so gut! Du nicht! Schubst du uns da runter? Was ein blödes Miststück! Mein Gott! Ich hätte so viel machen können! Was macht sie? Schubst uns da runter! Genau ins Loch reingeworfen. Mein Gott. Ich finde es halt ein bisschen schade, ne? Mal ganz kurz jetzt ein bisschen, ne? Wir können ja mal über andere Sachen reden als Dark Souls 1. Ich bin ja ein großer Freund von From Software. Ich finde auch alle ihre Spiele genial jetzt nicht die ganz alten Spiele von denen, die habe ich nicht gespielt, aber ich meine jetzt von Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls. Ich bin überall mit dem Boot. Aber bei dem ganz neuen Spiel, ich weiß ja nicht. Ne? Ich finde es halt sehr schade. Ich meine, okay, Dark Souls ist eine Trilogie. Es sollte eine Trilogie sein. Es ist vorbei. Hoffentlich, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also hoffentlich nicht. Ich finde es halt so schade. Ich weiß ja auch nicht. Wenn ich so ein Spiel schreiben würde wie Dark Souls, also die Story. Eigentlich ist es ist ja keine Story. Es ist ja eigentlich nur eine Lore, die geschrieben wurde, durch die man dann läuft, sagen wir mal. Aber warum macht man da nicht irgendwas, um das alles noch ein bisschen mehr aufzuklären? Ich würde voll gerne wissen, warum die Hexe von Izalit so ist, wie sie ist. Wie die sich verwandelt hat oder sowas. Da kann man doch ein ganzes Spiel drüber machen. Nur über das verlorene Izalit hier. Eigentlich. Ich meine, okay, das steht alles in der Lore drin, ich weiß, aber... wäre das nicht voll geil? Ich bin wahrscheinlich einfach nur merkwürdig. Na gut. Hey, ich komme.
Du hast mir gefehlt, mein Schätzchen. Ich will dir gerne deine Seele austreiben, ausreißen und sie dann konsumieren. Wehe, die ist zurückgesetzt und nur im normalen Durchlauf ist die, ne, etappenweise. Wehe. Gut aus. Ach. Mein Gott! Frau. Halbfrau. Was ist die überhaupt? Guck mal, die ist einfach nur ein trauriges Bäumchen. Wie soll ich dann hinkommen? Okay. Lauf! Springen! Ist gut! Das ist gut! Ja! Ja! Boah, genau die Sekunde ausgenutzt. Und jetzt gehen wir hier rein. Wir kennen kein Pardon. Wir gehen in ihr Inneres. Wir dringen ein und erschlagen das Ding hier in ihr. Was auch immer das ist. Guckt es euch an. Es ist einfach nur ekelhaft. Nein! Nein! Alter. Ernsthaft? Ich geb mir die Kugel, ne? Alter. Ist gerade wirklich passiert? Okay, wir müssen also dann da direkt das Schwert zweihändig nehmen und direkt auf das schwarze, verkümmerliche, verkümmerte Dämonending einschlagen, bis der Schädel gespaltet ist. Ah, ich könnte ausrasten, ne? Zweimal gestorben und zweimal so richtig doof. Erst beim Lavastrom-Dämon, so richtig unnötig, weil er aber auch ein Penner ist, ne? Ein Pisser, ein feiges Ding. Instant killen. Ich meine, wir hatten, wie viel hat uns gefehlt? 2% Leben? Na, pff, ein Feuerangriff, tot. Tot. Wir hatten sogar das Feuerabwehrschild. Nicht hochgehalten, aber wir hatten es in der Hand. Es war Deko, aber wir hatten es in der Hand. Jetzt kommt die Hexe von Izalith an und meint uns da wieder in irgendwelche blöden... Na, jetzt ins Loch geschubst hat die uns nicht, aber mein Gott. Ich weiß noch, als ich hier damals zum ersten Mal unterwegs war, ich meine jetzt nicht im ersten Durchlauf, sondern damals, hier mein Let's Play auf der Xbox. Das war lustig. Ich war total verwirrt wegen den ganzen Konstrukten und... Mann. Alter! Hat die nicht gemacht. Dafür bin ich gestorben, wisst ihr? Für den scheiß Schlag. Yay, wir haben die erste getötet. Die Hexe von Izalith ist tot. Tot, totili, tot, tot. Wie viele Seelen bekommen wir? 80.000. 120. Minimal übertrieben, muss ich leider sagen. Condition. Resistance. Oh. Warum haut Resistenz denn so auf die physische Abwehr drauf? Das ist krass. Okay, wir teleportieren uns zum Sonnenlichtaltar. Ja, okay. Okay. So leer.
offen. Schade. Gut. Arno Londo. Arno Londo? Hab mir eine Frage angehört, ne? Arno Londo? Hi. Ist der Turm richtig? Jo. Das ist gut. Jetzt haben wir Solaire gerettet und ich weiß gar nicht, was das bringt. Man sieht halt, Dark Souls ist wirklich ein merkwürdiges Spiel, oder? Normalerweise könnte man jetzt so geile Trophäe machen. Gelobt sei die Sonne oder Praise the Sun, ne? Preise die Sonne, keine Ahnung, ist ja egal. Was macht Dark Souls? Nix. Gar nichts. Boah, nee, ey, ganz ehrlich. Also, jeder von euch kann gerne... Nee, das ist übertrieben, aber ihr könnt gerne hier hinkommen, ne? Euch an diesen Computer hier setzen und für mich Nito machen. Tut es. Tut euch keinen Zwang an. Kommt her, macht die Katakomben, macht die Gruft und tötet Nito. Ich hab da echt keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das ist so richtig... Über allem dabei. Ich mache auch gerne Gewinnen und pariere den. Ist mir alles egal. Aber lass mich mit Nito in Ruhe. Machen wir das überhaupt als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Wir können die Könige machen. Wobei die auch blöd sind, wenn die so stark sind und so viel aushalten. Finstermond, Nyons Ring, wo ist er denn? Den haben wir aber, ne? Und hier können wir uns das hinknien? Ernsthaft? Hier auf dem auf diesen Teppich? Halt! This is the tomb of the great lord tarnished. If thou hear the O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Blade of the Dark Moon hunteth the enemies of the Lords by the power of the Dark Sun. Andenken der Vergeltung geben. Bitteschön. Eins. Du hast dein Eid vertieft. Toll. Mit plus eins oder was? Nö. Klinge des Finstermondes. Was bringt der Ring? Antwort auf Finstersonne Wendelins Beschwörung. Ja, okay. Ob wir die jetzt nochmal töten müssen, ist eigentlich stark davon abhängig, ob wir... ob die noch eine zweite Waffe hat, oder? Gut, das heißt, das haben wir auch gemacht. Das wollte ich auch unbedingt machen. Dann wäre der nächste Schritt, den ich machen würde, eigentlich, dass wir jetzt zum Feuerbandschrein gehen. Dass wir zum Feuerbandschrein gehen. Feuerbandschrein. Und uns hier dann einmal, zurückmachen zum Asyl der Untoten. Da dann unten den Typen töten, die Holzpuppe holen, zur gemalten Welt gehen, bla bla. Das wäre quasi fürs nächste Mal, weil ich bin jetzt fertig, ne? Ich wollte ja die Hexe von Izalith im Idealfall töten und rate dreimal, wen wir gerade getötet haben. Eine Sache noch, bevor wir ausmachen. Thank you.
Ja, das wollte ich machen. Wir gehen da hin, machen das. Ich hab's vergessen. Das wollte ich machen. Ja. Okay. Gut. Wir können tatsächlich sogar den Seelensperr schon benutzen. Mit nur einem Slot. Das ist ja lustig. Gut, dann machen wir jetzt mal hier eine Poiske. Beim nächsten Mal, wie gesagt, machen wir dann die gemalte Welt und so weiter und so fort. Mal gucken, ob das funktioniert. Der ist auch weg. Muss der auch weg? Das ist ja interessant. Also, nächsten Mal die gemalte Welt und so weiter und so fort. Ihr wisst, wir gehen hoch zum Raben und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Dark Souls Remastered. Und ich freue mich inzwischen wirklich auf Dark Souls 2. Irgendwie habe ich da extrem Bock drauf. Weil Dark Souls 2 mir eigentlich jetzt noch so ein bisschen unbekannter ist als Dark Souls 1, weil ich mich da so kaum dran erinnern kann. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.